aufheben. Mal gucken, ob wir das hinkriegen zusammen. So. Ja, Finn, muss auch leuchten. Ganz geschmeidig, meine Freunde. Danke. Dass wenn einer reinkommt. Ja. Ist gut. So, Leute. Willkommen in diesem riesigen Bunker. Wir haben echt Glück, dass der heute offen steht für uns. Und schaut euch mal diesen riesigen Gang an, diese riesige Galerie. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wow. Und schaut mal hier. Habt ihr das schon gesehen? Ja. 1962. So, habt ihr euren Müttern Bescheid gesagt, wo wir sind? Nö. Okay. Hier. Ist das ein Sprengrohr? Guck mal, das ist ein Sprengrohr, um hier den Eingang zu sprengen. Siehst du das? Das ist wie im Ostwall. Da haben sie auch diese Rohre zum Sprengen. Das ist hier der Eingang, der ehemalige Haupteingang. Und hier befinden wir uns jetzt in der sogenannten Gasschleuse. Hier waren gasdrucksichere Türen installiert. Die gibt es heute leider nicht mehr. Hier waren die montiert. Und dann hatte man hier diese Tür geschlossen, wenn man reingekommen ist. Und erst wenn die komplett verschlossen war, hat man diese Tür zum Bunker geöffnet, damit keine giftigen Dämpfe eindringen. Und wirklich grandios. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Also viel kann ich euch leider über dieses Bauwerk nicht erzählen. Ansonsten wüsstet ihr direkt, wo wir sind. Das möchten wir natürlich vermeiden. Und schaut euch mal an, wie riesig diese Anlage ist. Wow. So, hier haben wir tatsächlich Spritzbeton. Das bedeutet, die Anlage wurde höchstwahrscheinlich für den Kalten Krieg noch mal reaktiviert. Oder sie sollte reaktiviert werden. Komplett ist es nicht geschehen. Hier sehen wir einen Klingeldraht. Der endet hier abrupt und das ist nochmal der Blick zurück. Mega. Also das ist wirklich ein Highlight. Hier können wir noch die ehemaligen Schellen sehen von der Verkabelung.
Höchstwahrscheinlich für die Beleuchtung, genau. Da oben haben wir sie auch. Und Wände sind weiß gestrichen, damit man maximal wenig Licht benötigte. Und der Gang ist relativ breit. Also, absolut gigantisch. Das sind alles Telefonkabel. Wow, Leute. Guckt euch das mal an. Da hinten geht's lang. Und hier rechts. Wir gehen erstmal hier mit den anderen. Also ich habe mir den Plan gestern angeschaut. Ein absolut gigantisches Bauwerk. Und ich glaube, ich bin der erste YouTuber in Deutschland, müsste ich nochmal kontrollieren, der dieses Bauwerk sich anschauen darf. Definitiv ein Highlight. Das gucken wir uns gleich auch an, aber erst wenn die anderen da sind. Es hat wirklich Festungscharakter. Maginot-Linie. Die großen Westwallbauten. So, irgendwie so in die Richtung. Ah, wir waren auf jeden Fall nicht die Ersten. Und werden sicherlich auch nicht die Letzten sein. Schaut euch das mal an. Boah. Da versuchen wir gleich auch hochzukommen. Und uns das erinnert mich an den Ostwall. Wisst ihr das? Das ist ähnlich wie der Ostwall. Und das könnte eine Toilette sein. Und hier drunter waren vielleicht die Latrinen, wo das dann aufgefangen wurde. Boah, guck mal nochmal den Blick zurück. Absolut gigantisch. Mega, oder? Ey, das ist ja wohl gigantisch. Olli, kommst du da auch? Nein, wir wollen gleich weiter. Alles klar. Bis zum Schluss. Gute Idee. So, Handlauf noch da. Original. Da scheint auch ein Ausgang zu sein. Es ist, das kann ich euch verraten, kein Bauwerk für den zivilen Schutz, sondern hier diente das Bauwerk militärischen Nutzen und hat eine ganz neuralgische Stelle während des Zweiten Weltkriegs geschützt oder hätte schützen sollen. Ich weiß gar nicht, ob hier gekämpft wurde, großartig, oder ob man das Bauwerk umgangen ist. Das wären wahrscheinlich Sprechrohre gewesen sein und da war dann Kabel drin. Also das ist bemerkenswert. Absolut bemerkenswert. Bin sehr glücklich, dass wir heute hier sind. Die Rohre sind noch da. Hier die Tür. Ich glaube, das hat man nachträglich eingebaut. Hier war dann noch eine Tür. Aha, das waren Streben, die wurden hier eingeschweißt, damit die Tür gegen Eindringen verschlossen war oder wurde. Und hier rechts gehen wir gleich hoch, wir holen uns die Leiter und dann gucken wir uns mal den kleinen Bereich an. Ich gehe davon aus, dass das Toiletten sind. Also hier waren Soldaten stationiert, die gegen den angreifenden Feind hätten diesen Bunker verteidigen müssen. Und immer wieder diese Nischen. So, hier wurden Probebohrungen durchgeführt. So, wir finden hier auf jeden Fall Telefonkabel, Netzwerkkabel, Leute. Ja. Aufnahme weiter. So, da kommen wir gerade her. Da ist unsere Leiter. Aber ich sehe hier vorne links. Ach so, da sind wir gerade lang gegangen. Das bedeutet, wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen. Die beiden gehen da lang. Und wir gehen einmal hier schauen. Also, wir sind nicht die Ersten, die hier rein dürfen.
Aber seht mal selber, viele waren noch nicht hier drin. Und das fühlt sich echt komisch an, Leute. Das fühlt sich echt komisch an. Boah, das Ding ist einfach riesig. Das sind noch die originalen Lampen. Also Marauder 2 mit. Und die wird, weil ich sie relativ hoch drehen muss, auch richtig heiß. Also hier wurde auf jeden Fall Spritzbeton aufgebracht. Und das ist, wie gesagt, ein Zeichen, dass dieser Bunker nach dem Zweiten Weltkrieg für den Kalten Krieg vorbereitet bzw. hätte auch genutzt werden sollen. Da auch wieder Pulle Bier. Boah, man braucht hier schon richtig Licht, ne? Also das Grau schluckt schon ordentlich das Licht. Ich hoffe, für euch ist das noch akzeptabel. Ich habe es jetzt ein bisschen runtergedreht, auf die Hälfte ungefähr. Und man konnte hier sogar mit LKWs reinfahren. Der Bunker wurde nach dem Krieg nochmal erweitert, verbreitert, sodass, wie gesagt, Fahrzeuge hier Dinge reinbringen konnten. Verschiedenste Dinge. Und es geht hier immer um so Nischen rum und dann hat man hier immer diese Bereiche, wo man hätte Zeugs abstellen können. Boah, und schaut euch das mal an. Schaut euch das einfach mal an. Das ist ja riesig. Das ist einfach gigantisch. Unvorstellbar groß. Da vorne ist noch ein Eingang. Licht geht nicht. Ist abgepitcht. Also Kabeldiebe waren auch schon da. Immer ein Zeugnis, dass wir nicht die Ersten sind, wenn die Kabeldiebe schon da waren. Sollen wir es riskieren oder lassen? Ja, also hier sehen wir weiße Wandbemalung und da sehen wir, dass wir viel, viel weniger Licht benötigen. Insbesondere in Bunkern, die für Krankenhauseinsatz vorgesehen waren, war dann der weiße Wandbelag, damit man, wie gesagt, nicht so viel Licht braucht. Und ihr seht selber, zwischen den Lampen sind immer so 6 Meter ungefähr Abstand. Und das reicht tatsächlich. So, da vorne finden wir noch eine Tür. Ja. Und die ist mit 2 Eisenstangen von hinten verstärkt, sodass man hier nicht reinkommt. Hat man sich auch wirklich viel Mühe gegeben. Ja. Aber von innen sind die theoretisch aufzuhebeln. Aber die lassen wir natürlich zu. Und? Geil, oder? Geil, toll. Mega. So, meine Leute, also, wir sind jetzt noch mal bei dieser Treppe, Leiter. Und da gehen wir jetzt zusammen hoch. Sind ungefähr 5 Meter, ganz grob. Traust du dich nicht? Ach so. So, willst du schon mal vor? Die Frage ist, was ist das hier? Wahrscheinlich ein Pumpensumpf, ne? Ja. Brunnen. Die Pumpe drauf. Mhm. Das kann, ja, stimmt. Der ist wahrscheinlich einfach hohl hinter. Mal schauen. Der Olli opfert sich. Ah, die halten. Die rosten ja noch nicht mal nach unten.
Also wir schätzen, dass da unten oder dahinter einfach nur ein Brunnen ist. Wir werden also nicht viel sehen, außer einfach nur ein Wasser aus Beton. Er spannt uns ordentlich auf die Folter und geht. Also könnte auch was anderes da sein. Mal schauen. So, dann gehe ich jetzt auch mal hoch. Leuchte mal hier runter. Leuchte hier hoch. Hier geht's noch weiter hoch, Leute. Willst du auch hoch? Warte, dann mach ich dich. Ja. Na komm. Jetzt noch ein bisschen höher. Was denn? Das ist wahrscheinlich 50 Meter tief hier, ne? Oh, da ist sogar noch das ganze Zeug drin, Leute. Warte kurz. Also es ist eher Öl, oder? Was meinst du? Öl oder Wasser? Es könnte beides sein, ne? Das ist der Schwimmer. Das ist. Ist kein Öl? Ja, definitiv. Müssen wir uns sauber machen. Und? Wie gefällt's dir? Schönes Objekt. Ja. Leer, aber schön. Ich schieß ab. Geh du zuerst. So, der letzte Blick nochmal zurück. 1962, Leute. Unvorstellbar. Let's go, Baby. Und wie geht's? Vorwärts oder rückwärts am besten? Die Leiter stand gerade noch hier. So, ich bin der Verrenkungskünstler. Kannst du die einmal... Ah. Ihr habt gut reden. So. Ich mache jetzt den Tarzan. So, aber ich bin ja ein Kollege. Ich bringe noch die Leiter mit. Das macht das nicht so.
perfekt. So.